Wiederum ein zweifach gelenkig gelagerter Balken, diesmal allerdings mit einer Dreieckslast beaufschlagt. Zu bestimmen sind Ort und Betrag des maximalen Moments und Ort und Betrag der größten Durchbiegung. Außerdem ist die Steigung, also die Neigung der Biegelinie in den Lagern gesucht. Also meine Strategie ist, ich schreibe die Differentialgleichung der Biegelinie hin für die Streckenlast. Und wie schaut Q von X aus in dem Fall? Geradengleichung, ich starte wieder links, ist eh eingezeichnetes X. Bei 0, dort wo die Spitze ist des Dreiecks, also haben wir keinen Faktor D, der wird 0. Und die Steigung ist Q0 durch L mal X. Dann haben wir die Gleichung für das Q von X wieder als Geradengleichung. Kx plus D. So. Und dann kann man sofort hinschreiben, dass EI W4' von X Q von X sein muss. Und das einsetzen und von dort ausgehend integrieren. Und da sieht man natürlich schon, da kriegt man sehr, sehr viele Konstanten, nämlich 4. Und die muss man dann alle irgendwie bestimmen. Und noch dazu muss man dann für die größte Durchbiegung Gleichung 4. Ordnung lösen. Und das dauert halt alles ein bisschen. Aber es ist machbar. Also einmal integrieren. EIW3' von x ist dann Q0 durch, mache ich gleich da vorne den Faktor dazu, 2LX² für die Integration plus C1. Noch einmal integrieren. Q0 durch 6LX³ plus C1X plus C2. Noch einmal für das W' ist Q0 durch 24LX⁴, 4 mal 6 kommt dann raus, C1X² halbe plus C2X plus C3. Und die letzte ist fürs W von X. Q0, da haben wir 1/120LX⁵ plus C1X³⁶ plus C2X² halbe plus C3X plus C4. So, jetzt bezeichne ich alle, die man brauchen kann, mit Nummern, die untersten drei. 1, 2 und 3, die braucht man für die Randbedingungen. Das ist irgendwie das Wichtigste, was man wissen muss bei der Biegelinie, wie die Randbedingungen ausschauen. Alles andere geht eh immer nach Kochrezept. Wie schaut es mit der Durchbiegung aus wiederum? Naja, in den Lagern ist sie wieder 0. Also W an der Stelle x0 ist 0 und W an der Stelle x gleich L ist 0. Die zwei haben wir auf jeden Fall. Und was hat man noch für diesen Träger? Wir brauchen offensichtlich noch zwei, weil wir haben 4 Konstanten. Also braucht man 4 Randbedingungen. Biegemoment jeweils im Lager. Also das W2' von x gleich 0 muss 0 sein und das W2' von x gleich L muss 0 sein. Ja? Und die nehmen wir und setzen wir ein. Und zwar vielleicht so, dass am Anfang schon möglichst viel wegfällt. Sprich, was man sofort sehen sollte aus den Randbedingungen ist, dass 2 von den Konstanten 0 werden müssen. Nämlich, wenn man die an der Stelle 0 jeweils einsetzt, einmal das W2' an der Stelle 0, fällt ja alles weg, außer das C2 ist 0. Damit wird C2 0. Und das W an der Stelle 0 ist 0, liefert C4 ist 0. Also die zwei fallen sofort raus und die anderen beiden werden halt irgendwas anderes werden. Also, ich versuche es gleich so. Daraus kriegt man auch einsetzen, dass C4 0 sein muss.
und daraus kriegt man nach Einsetzen, dass C2 0 sein muss. Einfach im Prinzip durch Hinschauen, weil ja alles andere 0 ist, alle x. Und W von x gleich L ist 0, setzen wir in die Gleichung 3 ein, machen wir es so, dann kriegt man EIW von L ist Q0 durch 120 LL der fünften plus C1 L der dritten Sechstel, C2 ist 0, C4 ist auch 0, also bleibt noch C3 L. Das ist wieder 0. Da kann man ein L kürzen und ja, im Prinzip können Sie noch ein L kürzen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das wird dann unübersichtlich, was alles gekürzt ist. Weil ja gleich 0 da steht, könnten Sie noch eins von die Ls rauskürzen. Und das zweite, und die muss man dann halt gleichsetzen, weil die beinhalten beide C1 und C3. Kommt aus dem W2' an der Stelle, x gleich L, aha, hier habe ich auch ein falsches L, Entschuldigung, klein L, ist gleich 0, das setzen wir wieder in die Gleichung 1 ein und das liefert dann EI W2' von L ist Q0 durch 6L, L der dritten, plus C1 L. Ja. Dann haben wir hier noch was zum Kürzen und aus beiden wiederum noch ein L kürzen und dann halt irgendwie entweder ausdrücken oder gleichsetzen oder was auch immer. Liefert dann nämlich ein C1 von minus Q0 L Sechstel und ein C3 von 7 Q0 L der dritten 360stel. Und Sie sehen auch dran, sinnvollerweise haben die Konstanten, wenn sie nicht gleich 0 sind, auch eine andere Dimension längenmäßig. Weil die müssen ja zusammenpassen mit dem, was wir da oben einsetzen. Wir haben, wenn Sie in die Gleichung da reinschauen, immer unterschiedliche x-Hochzahlen für x. Und damit muss auch die Konstante, die dazugehört, dann das abbilden, dass insgesamt wieder die gleiche Dimension addieren. Das steckt da drinnen, logischerweise. Ja, also eingesetzt ist die Differentialgleichung der Biegelinie. EIW von x, ich lasse die Biegesteifigkeit meistens links stehen, damit es nicht so unübersichtlich wird. Q0 durch 120 L x der fünften minus Q0 L 36stel x der dritten, wieder hoch 4, da vorne auch hoch 4. Plus 7Q0 L der dritten 360stel mal x, auch hier Länge hoch 4 von der Dimension her. Also nur für die Längeneinheiten. Das ist die volle Form für die Biegelinie. Und mit der können Sie jetzt wieder größte Durchbiegung ausrechnen. Die Stelle und dann den Wert. Das Momentenmaximum war noch gefragt, die Steigung in den Lagern, also das volle Programm eigentlich. Das Einzige, was interessant ist, ist, wie man das angeht mathematisch jetzt, vielleicht abgekürzt, für die größte Durchbiegung. Wir setzen ja wieder W'0. So. Dann kommt man auf eine Gleichung, Q0 durch 360 L
15x der vierten minus 30 L Quadrat x Quadrat plus 7 L der vierten ist gleich 0. Q0 durch 360L als Faktor wird nicht 0 werden, das ist ja vorgegeben. Deswegen muss der Faktor in der Klammer 0 werden, damit wir die Stelle finden, wo die Durchbiegung maximal ist. Also haben wir eine Gleichung, die lautet 15x der vierten minus 30L Quadrat x Quadrat plus 7L der vierten ist gleich 0. Und da ist jetzt die Frage, na, was machen wir jetzt? Wie lösen wir diese Gleichung? Da gibt es ja vier Lösungen offensichtlich für x. Aber wie rechnet man das überhaupt? Ja, Substitution hätte ich eh auch gesagt. Ja. Man setzt für x irgendwas anderes ein und ich sage einfach x² ist irgendein u. Und dann kann man das einmal lösen für u und dann setzen wir das u da zurück ein und kriegen jeweils die Wurzeln draus, also mit Plus, Minus vom Vorzeichen her. Genau, also man muss substituieren. Und wenn man das durchführt, ich mache es jetzt nicht durch, man kann sich da eh vorstellen, vielleicht schreiben wir nur her, was für Gleichung dann. Da steht 15u² minus 30l² u plus 7l der vierten ist 0, ist dann die Gleichung, die entsteht. Dann setzen wir das in die Gleichungsformel ein für die quadratische Gleichung und kriegen ein U1 und ein U2. Das U1 ist 1,73 L Quadrat und das U2 ist 0,27 L Quadrat. Da kann man jetzt noch nicht unbedingt was sagen drüber, was jetzt sinnvoll ist oder nicht. Dazu muss man es vorher mal noch die Wurzel ziehen draus. Nämlich ein X1 und 2 ist die Wurzel aus U1. Also plus minus 1,3 ungefähr mal L und x3, 4 ist die Wurzel aus U2 und es sind plus minus 0,52 L. Und da ist jetzt irgendwie klar, naja, die negativen Werte sind sowieso ein Schwachsinn, weil die liegen auf der Seite, wo es gar keinen Träger mehr gibt, wenn x links startet. Und bei den positiven Werten kann auch nur die 0,52 L was Sinnvolles sein, weil das andere liegt da außerhalb vom Träger, wenn der Träger L lang ist. Also das Einzige, was überbleibt hier als sinnvoller Wert, ist, dass X max 0,52 L ist. Alle anderen kann man streichen aus Sinnhaftigkeitsgründen, weil sie halt alle nicht am Träger liegen mehr. Ja? Und dann setzen wir ein und kriegen für die maximale Durchbiegung noch was raus, nämlich W bei X max sollte 6,51 mal 10 hoch minus 3 rausgekommen sein, nämlich Q0 L der vierten durch die Biegesteifigkeit. Ja, und das Momentenmaximum kann man genauso berechnen, nämlich indem man die Querkraft 0 setzt, weil die Querkraft ist ja die Ableitung vom Moment. Damit ist das wieder kurvendiskussionsmäßig die zugehörige Steigung. Also wenn die Querkraft 0 ist, muss das Moment maximal werden. Dann haben wir die Stelle und dann kann man es wieder ins Moment einsetzen und hat sofort auch analytisch das maximale Moment ausgerechnet. Und dann sind wir dort, wo man wieder anknüpfen kann an das vom letzten Mal. Sobald man die Stelle vom maximalen Moment hat, kann man dann wieder in den Querschnitt gehen und die Spiegelspannung ausrechnen. Dort an dieser Stelle. Das ist sozusagen der Sinn, nämlich auch sehr automatisiert sofort einen Träger berechnen zu können mit der Biegelinie und die Stelle des maximalen Moments und des maximalen Momentes Wert zu finden, ohne dass man da sonst großartig irgendwie herumtun muss und händisch alles Mögliche aufstellen.